Ja, moin, wir fangen mit der fragwürdigen Halskette an. Einfach so. Ich mache mir auch direkt die Pepsi schon mal auf. Nice. Das Doofe ist, in meinem Penny haben die aktuell wieder nur die normale Pepsi, nicht die Zero. Weil ich bin ja ein Fan von der Zero. Weil ich unironisch finde, dass sie sehr gut schmeckt. Aber hey, was soll's. Ja, du musstest nicht alle Bomben. Na doch, mach alle Bomben. Ist auch okay. Die normale Pepsi ist auch fein. Aber die Zero Pepsi schmeckt nicht groß schlechter. Ah, den Crit komme ich jetzt nicht so einfach ran, ne? Doch, weil ich ein Profi bin. Die schmeckt nicht sonderlich schlechter. Kostet genauso viel, hat aber halt keinen Zucker. So, was halt nett ist, wenn man seinen Zuckerkonsum ein bisschen limitiert. Ja, die haben natürlich anstatt Zucker Süßungsmittel. Und ich weiß nicht welche, aber es gibt Süßungsmittel, die unseren Körper vorgaukeln, dass es Zucker ist. Und dann reagiert er darauf, ähnlich wie auf Zucker. Und dann passieren da nicht so ganz sinnvolle Sachen im Körper, aber es ist immer noch besser, als Zucker zu sich zu nehmen. Theoretisch. Etwas Zucker ist okay. Ist ja auch in Früchten, oder? So ein Schwachsinn ist ja auch Zucker drin. Hamm-Orb, schwerer Orb, überfällig. Was heißt überwältigend? Schwerer Orb heißt einfach, dass er schwieriger fliegt. Das überflüssige Schaden an den nächsten Gegner. Ja, gut, das ist einfach Standard. Wir haben ein Orbelisk, I take it. Ich habe gar nicht geguckt, wo ich lang will. Lass mal zu dem Typen hier hingehen und dann einfach mal gucken, wo es uns hinführt. Gestern kam Isle of Arrows noch raus. Also das heißt nicht raus, aber es ist auf diesen Kanal hier gekommen. Und ich würde sagen, es ist vergleichsweise... Lol, ist der Stein wieder hochgelischt. Vergleichsweise gut angekommen, tatsächlich. Ich werde das auch öfter spielen. Das Problem ist aktuell. Ja, was heißt Problem? Ich spiele viele RNG-Spiele. Das heißt, wenn ich schlechtes RNG habe, ist die Aufnahme basically useless. So, was nicht heißt, dass ich die direkt wegwerfen muss, aber es kommt immer mal wieder vor, dass ich die wegwerfen muss. Was es nicht super schlimm ist. Aber, wie ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, durch die 80 Male, wo ich es schon erzählt habe, ja, den werfe ich einfach weg, nehme ich immer den Vorabend... Ach shit. Oh, nee, hat doch funktioniert. Den Abend vorher auf. Das heißt, das hier ist ja das Mittwochsvideo. Es ist heute es ist heute Dienstag. Und zwar Dienstag 21 Uhr. Oh mein Gott, ist das schlecht, was ich hier veranstalte gerade. Das heißt auch, dass ich gar nicht so viel Möglichkeiten... Wow. Möglichkeiten habe, hier 50 verschiedene Runs hintereinander zu machen. Crit-Ball ist okay. Aber er macht halt selber keinen großen Damage. Poltopgeist, ja, okay. Trifft alle Feinde, eigentlich okay. Ja, nimm mal mit. Was habe ich gesagt? Wo wollte ich hin? links. Ich würde gern... Weiß ich nicht. Will ich Stein überhaupt loswerden? Eigentlich nicht. Ja. Doch, jetzt möchte ich auch einen Stein loswerden. Damit habe ich Poltopgeist auf Stufe 2. Das finde ich ist ein fairer Trade. Macht mein Orbelisk aber natürlich etwas schwächer. Okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Crit treffe? Ich meine, er fliegt, landet immer hier in einer der coolen. Und ja, doch. Wenn ich so rumfahre, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich einen Crit treffe. Oh, ich habe aber auch gut daneben geschossen. Schade, schade. So, hier habe ich einen safen Crit. Deswegen nehme ich den Orbelisk, weil der einfach doppelt so viel Damage macht bei einem Crit. Was auch gut ist... Ach nee. Ist ja gar nicht der Echo-Orb. Ich dachte, das ist der Echo-Orb.
So. Da mussten wir leider einen schlechten Wurf machen, einfach um den Refresh zu haben. Für die restlichen Schüsse. Ich meine, das bringt nichts, den Refresh anzuspielen direkt. Den lasse ich lieber offen für den nächsten Ball, wo ich dann direkt mit dem Refresh starten kann. Ja. Und nicht so. Sie. Was war das denn? Also das war jetzt ja ein richtiger Scam. Ach so, weil er durch Pins durchfliegt, weil er nach oben geht. Ja, natürlich. Okay, das war halt dumm von mir. Der macht, glaube ich, 30 Damage oder so? 22, okay, das geht actually. Der alte war schlimmer. Aber der alte hat sich auch aufgeladen, ne? Obwohl, der auch. Der greift auch nicht jedes Mal an. Naja. Was ich sagen wollte, Isle of Arrows ist relativ gut angekommen. Das heißt, da wird auch nochmal eine neue Folge geben. Wahrscheinlich jetzt diesen Donnerstag, weil ich auch noch kein anderes Game, was ich groß spielen will. Ich habe mir The Wandering Village angeguckt. Muss aber sagen, dass die Reviews nicht so geil sind. Die sagen halt, es gibt nicht so viel Content. Ich werde noch Frog Island durchspielen und ich werde noch Chris Tales durchspielen. Ich weiß, die Spiele habe ich nicht vergessen. Die kommen noch, aber erst nächste Woche. Ich muss diese Woche erstmal einen leichten Content rausbringen, damit YouTube einerseits wieder sieht, Mate, der lädt Sachen hoch, empfehlen ihm anderen Leuten. Und andererseits, ja, muss ich erstmal reingucken, wo ich überhaupt aufgehört habe bei den beiden Spielen. Handpuppe, verhindere das erste Mal, dass du in einem Kampf HP verlierst. Das ist nice. Foliant-Erneuerung. Jedes vierte Mal, dass das Brett erneuert wird, erhältst du zufällig einen Muskelmasse oder einen Drezialist. Jedes vierte Mal. Ist gar nicht so gut. Wir nehmen es aber mit. Ich gehe dann so wahrscheinlich. In der Hoffnung, einen Erneuorb zu kriegen. Weil damit könnten wir bestimmt lustige Sachen machen. Da sehe ich mich so ein bisschen. Na, ich habe auch mal überlegt, ab und zu mal ein paar technische Videos zu machen. Ich habe ja früher auch diverse Male, das war kein guter Wurf, so technische Sachen gemacht. Wie irgendwelche Erklärvideos, Tutorials zu... Was ist eigentlich CPU, whatever. Ich glaube dazu gerade nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ob ich das wieder mache, aber dann würde ich es wahrscheinlich auf einem extra Kanal haben. Weil auch wenn die Sachen gut laufen, gerade Tutorials sind ein Dauerbrenner. Ne, vorausgesetzt die Sachen, die man da drin beschreibt, funktionieren auch noch. Das Problem ist, wenn ich hier so viel Content mische, dann kommen Leute und erwarten eins, bekommen aber das andere. Was mir relativ egal sein kann. So, aber... Ich mache das ja einerseits zum Spaß, andererseits... auch um Sachen zu lernen. Der Lernaspekt hat in den letzten Wochen, wo ich YouTube mache, natürlich stark nachgelassen. Weil was lerne ich hier, wenn ich Packlin spiele? Und ich sag mal, auch editieren tue ich ja nicht wirklich viel. Das heißt, die Schwelle an den Sachen, die ich hier wirklich lerne, ist gering. Ich habe sowieso keine Riesenfelsen. Ich rüste einfach einen Stein. Ich will eigentlich von den Steinen runter. Nimm den Crit-Orb für Boss-Battles. Und guck, ob ich... Ich habe kurz überlegt, das Fragezeichen mitzunehmen, aber doch nicht. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich lerne nicht so viel, wenn ich hier nicht viel schneide. Das heißt, ich lerne nicht groß was im Schnittprogramm. Und wenn ich eben nicht viel... Wow, war da richtig schlecht. Nicht viel, Themen... ja, berühre. An dem man auch was lernen könnte. So, trotzdem will ich aber... auch ein bisschen des... Gamings behalten. Ich habe versucht, die Bombe zu treffen. Ne, weil das Gaming macht mir natürlich auch super viel Spaß. Aber ich hasse diese mit. Du triffst nie das, was du willst. Obwohl ich treffe nur nie das, was ich will. Doch, jetzt. Du, ja, war sehr gut. Hätte ich gerne mit dem Geisterorb gehabt, aber hey.
Und doch, habe ich ja auch. Ein Speer, nee. Durchdringt ein Gegner ist aber nicht schlecht. Vielleicht will ich doch gar keine Steine verlieren. Vielleicht will ich die Steine weiter upgraden. Ja, ich gehe aber dahin, weil viel Navigation kostet sehr viel HP. schüttel den Baum. Ich habe ein Ei. Ja, das kriegt man ja immer, wenn man den Baum schüttelt. Ist aber ein safer Heal. Zusätzlicher Refresh. Es ist mir relativ egal, wo ich hinfahre. So. Werde ich später benutzen. Ich nutze jetzt die Gunst der Stunde, um möglicherweise nicht genug Damage zu machen an der Pflanze. Genau so sieht's aus. War ja irgendwie klar, dass ich herausfall und alles treffe außer den Refresh. Naja. Wir müssen nicht viel Damage machen. Eigentlich nur zwei, damit die Pflanze weg ist. Weil die Pflanze den größten Nervschaden macht. Der war gut. Der war sehr gut. Ich guck mal, ob ich mit Speed da durchkomme. Ja, natürlich nicht. Es war ja so klar. Es war so klar. Andererseits, was ich noch sagen wollte. Wenn ihr... Oh, schade, ich dachte, ich fliege da wieder rein. Wenn ihr irgendwelche Games habt, die ihr sehen wollt, schlagt die doch mal generell vor. Ich habe ja nichts gegen andere Games. Na, und wenn die nice sind, dann spiele ich die ja auch vielleicht. Na, ich habe keine wirklichen Genres, in die ich mich hauptsächlich bewege. Also viel RNG, Roguelike aktuell natürlich, aber das ist ja nicht immer der Fall. Das ist ja nicht immer der Fall. Ich spiele auch gerne Strategie und Co. Citybuilding und Co. Aber das sind so Sachen, da müssen die Leute auch Bock drauf haben, weil das sind ja Sachen, die durchaus mal länger gehen. So, ein Crit hier. Es wird nicht viel passieren, aber ich kriege zumindest die safe Bombe. Und bin etwas näher am normalen Crit dran. Am Crit Orb meine ich. So. Der macht auch, wenn er scheiße fliegt, noch 60 Damage. So, jetzt lassen wir mal. Ja, das habe ich natürlich vollkommen vergessen. Dass er natürlich fliegt wie so eine dumme Oma. Dadurch, dass er durch die Sachen hochfliegt. Ja, den Moment haben wir gekommen. Das müsste es theoretisch gewesen sein. Ach nee, der legt sich ja hin, ne? Ah, es war aber eh ein Orbelisk. Ich bin so smart. Critball, nee, wollen wir nicht. Will ich alles nicht. Ich würde gerne zu dem Elite hin. Einfach für das extra Artefakt? Ja, nice. Wir machen das so, wir heilen uns einmal um 10. Boink. So, jetzt haben wir die Möglichkeit uns so. Are you kidding me? Uns um 10 zu heilen. Also den Crit hätte ich eigentlich sehr gerne getroffen. Naja, zweiter Orbelisk. Trifft den Crit. Aber kein Refresh. Sad. Refresh hätte ich gerne gehabt. Ich habe nur einen Damage gemacht. Funktioniert das Ei anders als vorher? Bin ich retarded? Kriege ich den Refresh. Oh mein Gott. Er fliegt ja nach oben. Gut. Es tut sehr doll weh gerade. Ich halte einen Schlag noch aus. Ich hoffe einerseits, dass ich hier natürlich viel Damage mache. Noch einen Refresh kriege? Nein. Ja, ich muss auf den Refresh gehen, damit ich überhaupt noch eine Chance habe. Dann hoffen, dass wir 113 Damage machen. Machen wir. Gut. Ah, das ist immer sehr risky, gerade am Anfang die Elites zu machen.
Oh, ein Echo hätte ich schon Bock drauf, aber ich muss mich heilen. Poppen versuchen mehr Schaden. Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich scheiße. Und dabei ist es nicht mein gutes Artefakt geworden. Ich habe mich nicht groß geheilt. Ja, wir können noch einmal 20 HP heilen. Wir werden aber auch sehr wahrscheinlich HP hier verlieren. Genau wegen sowas. Nice, beide Dinge aber getroffen. Das heißt, es sind nur noch zwei Fliegeviechers. Okay. Gut. Mit etwas Glück komme ich hier durch. Ohne groß HP zu verlieren. Natürlich nicht so. Aber hey. Keine HP verloren. Oblation. Kann jeden sichtbaren Feind anvisieren. Fügt ihr selbst beim Feuern 7 nicht blockbaren Schaden hinzu. Ja, warum sollte ich denn? Muss mich eh heilen. Das könnte etwas haarig werden. Wir haben aber die Möglichkeit, dank des Obelisken, auch so Damage zu machen. Ohne dass wir groß an ihm vorbei müssen. Ja, nice. Das ist schön. Das heißt, wir fügen ihm jetzt direkt Damage hinzu. Und jetzt können wir mit dem Poltorb-Geist, mit dem Poltorb-Geist, ihn nochmal Damage zufügen da hinten. So. Oh mein Gott, ich wollte einen Refresh haben, egal. Ah, shit. Nicer Refresh. So, er kriegt jetzt ein paar Damage, aber nicht sonderlich viel. Es reicht aber hoffentlich... wie viel Damage hat er eigentlich gemacht? Ich muss 64 Damage... Ich muss 69 Damage machen. Wenn ich rechts bei der Bombe lande... Shit. Wäre es safe 50... Nein, wäre es 65 Damage gewesen. Okay. Nicht allzu schlimm. Die letzten 30 Schaden kann ich hiermit machen. Obelisk to the rescue. Nice. Wir rüsten ein Obelisk auf. Matroschke. Lass mich mal mein Deck angucken. Das heißt, die würden immer noch Crit-Damage machen. Warte mal, wie viel kriegt sie weniger? Minus 2. Ja, richtig ist, dass die alle Minen, ne, über 1 haben. Wir versuchen mal nochmal die Matroschka-Hülle. Habe ich jetzt länger nicht gespielt. Problem ist, sie verringert... die Wand, die ist stark. Sie verringert unseren Damage natürlich. Was zum Fick ist hier los? I mean, knock yourself out. Ich krieg Shit dadurch natürlich, ne? Noch mehr. Yay, und jetzt, ja gut, jetzt war es das auch. Gut, das heißt, ich habe ein bisschen extra Damage, nice. Das ist ja weird. Na, ich bin natürlich mit der Matroschka umso mehr darauf angewiesen, auch Chris zu treffen. Aber es scheint gut zu laufen. Matroschka? No. Nein, ich hab's schon wieder... ich meine, es war gut, aber ich hab's schon wieder geschossen. Und... mein Ball gewechselt zur gleichen Zeit. Das Schild frisst natürlich allen Damage wieder. Schilde sind einfach disgusting in diesem Game. Alter, wir haben echt viel Damage dadurch extra. Was ist denn schief mit der Map hier? So, und jetzt mit dem Obelisk. Ich scroll mal, bis ich einen Crit krieg. Müssten wir das eigentlich schaffen. Ah, wenn er einen Refresh genommen hätte, ja. Dann auf jeden Fall. Never mind. Gut, aber wir haben eine safe Bombe, wir haben einen Poltorb-Geist. Das war's. Nice. Für jeden Orbelist in deinem Deck. Ja, machen wir doch ein Orbelist-Deck.
Ich würde rechts rumgehen, gerne. Bitte, dankeschön. Weil da kann ich Elite und die Schatztruhe einsammeln. So. Wir wollen einfach mal mit dem Crit starten. Ist jetzt nicht super wichtig, weil da eh ein Schild vor ist. Aber ich habe vergessen, wie disgusting stark Matroschka ist. So, den will ich treffen. Weil die halt einfach so viel Damage macht. Selbst also der... Gut, natürlich jetzt nicht, aber selbst der Nachteil ist gar nicht so schlimm. Oh, shit. Außer man macht natürlich sowas hier. Weil man kann den meistens relativ einfach wieder ausgleichen. Ich meine, natürlich muss ich einen Crit treffen. Und ich habe nur 2 Crit-Damage, aber der fliegt halt aber auch 70 Mal durch die Gegend. So, I mean, was soll das? So, ich rüste meine Steine auf, dass sie einfach safe Damage machen. Ein Damage ist besser als kein Damage. Eine Kiste. Ist okay. Die Resets bewegen sich nach jedem Schuss. Ja, doch. Hier will ich durchaus mit einem Obelisk starten. Theoretisch hätte ich einfach den Boys hier hinten töten können. Ich wollte aber eigentlich ihn umbringen hier vorne, aber ich habe den Crit leider nicht getroffen. War ein bisschen doof jetzt. So, kriege ich so den Crit? Ja. So, weil dann ist der auch safe weg, wenn ich den Crit treffe. Die Schilder sind ein bisschen nervig, natürlich. So, ja, das ist das super Nervige an den Viechern, natürlich. Ich habe den genau dazwischen balanciert. Holy. Die machen halt jede Runde, tun die mir weh. So, und das gar nicht so wenig. Deswegen, man müsste 30 Bomben treffen, tut man aber nicht. Dann können die sich auch noch healen. Es ist mehr als nur disgusting. Auf dieser Seite hier ist natürlich kein Crit. Aber ich konnte etwas aufräumen. Aber ihr seht, es ist, das hier sind die schlimmsten Räume, die es überhaupt gibt. Ich meine, ja, es sind Elite-Räume. I get it. Aber trotzdem, naja, wenigstens ist jetzt das meiste weg. Also, Spaß machen die nicht. Also, ich habe 80% HP verloren. Nice, der war gut. Ja, und dann mach einfach Orbelis-Stuff, I guess. So. Der wäre nice wegen meinem Buch, aber wir müssen uns heilen. Ja, Trank der Schwere nehme ich mit. Und noch ein Relikt. Also es hat sich trotzdem gelohnt, weil ich jetzt 2 Relikte mehr habe. Erneuere das Brett mit jedem Nachladen. Ja, so oft lade ich jetzt nicht nach. Aber hey. Ich nehme die Steine. Stein Level 2 und Level 3. Gar nicht so bad. Ich kann eh links und dann rechts, rechts. Ich will auch lieber einmal links gehen. Ach. Bitte lass mich links gehen. Um mich hier einmal zu heilen, bevor ich rechts gehe. Hoffentlich kann ich mich hier einmal heilen, bevor ich rechts gehe. Oh, wir haben schon 2 Bomben getroffen. I like it. 3 Bomben. Nice. Keine Bogenschützen. Das heißt, hier passiert auch gar nicht so viel erstmal. Das heißt, wir spulen hier mal vor. Ich habe auch 0 Damage gemacht gerade, lustigerweise. Ja, man muss trotzdem Sachen treffen. Stufe 3 Steine sollte man nicht unterschätzen. Die sind immer noch stark. So, ich wäre aber gerne... Hätte ich einen Dingsorb gehabt, den Poltergeist deutlich früher. Naja, man kann nicht alles haben, aber wenn man ihn hat, dann freut es einen, weil er viel Damage macht. Wenn ich jetzt schieße, kommt da an, ich nahle nach, ich kann kein Damage kriegen. Nee, das ist ja ein anderes Ding. Egal. Machen wir etwas Damage. Prallt leider am Schild ab. Warum werfe ich den Stein Level 3 für den Stein Level 2 weg? Ich weiß es doch auch nicht. So, aber zumindest habe ich die
Schilde jetzt durch. Ich hätte es natürlich gerne mit dem Obelisk zerstört, aber hey. Macht 400 Damage, also. Obelisk Damage ist disgusting. 15. Weil ich so viele Steine habe, stimmt. Oh mein Gott. Ja, heilen. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich hoffe auf ein gutes Fragezeichen. Wenn das Fragezeichen Elite-Kampf ist, schwierig. Beginne jeden Kampf mit Muskelmasse. I like it. Weiter geht's. Ich will den direkt raus haben. Ich muss diesen Damage over. Also über mehrere. Also. Ich muss diesen Damage, gegen den ich quasi nichts selber machen kann, niedrig halten. Und zwar egal wie. So, weil jetzt fängt's schon an. Jetzt kriege ich jede Runde Damage. Und ich muss an Schilde, an Kackschilden vorbei. Warte, wie viel extra Damage macht das? 15. Ja, jetzt ist eh egal. Nee, ich werde safe über 200 Damage machen. Deswegen greife ich lieber den da hinten an. Ah, ich hätte gerne eine zweite Bombe gehabt. So, jetzt muss ich den vor mir kaputt machen. Ich würde gerne die Bombe treffen, aber das kann ich sonst nicht wirklich beeinflussen gerade. Ja, nice. Damit ist der weg. Nice. Die anderen Bomben wären jetzt auch geil, aber da komme ich wahrscheinlich nicht hin. Alles in allem. Das wird aber kein Dingsraum gewesen sein. Ich lade jetzt einmal nach. Einfach nur, damit ich gleich mit dem Obelisk den Dude direkt fertig machen kann. Da der ja durch das Schild durchgeht. Nice, okay. Eh keine guten Orbs. Also ich mag den Blipsop, aber nein, wir heilen uns. Ich glaube, wir sind mit genauso viel HP rein, wie wir rausgegangen sind. Rausgegangen, wie wir reingegangen sind, aber okay. Jeder Angriff, den du unter 30 erfüllst, ist garantiert ein kritischer Treffer. Nicht wirklich gut. Das ist auch nicht wirklich gut. Und wo ich angefangen habe, hier auch nicht. Bitte ein Crit. Bitte irgendwie ein Crit. Nice. Das war sehr wichtig. So, weil jetzt kann ich mit einer Bombe. Vorausgesetzt, ich treffe sie. Beziehungsweise, ich kann die jetzt relativ easy alle abfrühstücken. Ich will trotzdem versuchen, die Bombe zu treffen. Nice, ich habe die Bombe getroffen. Ich weiß, ich spule alles vor, aber... Ich will auch, dass wir hier geilen Content haben, deswegen... Schon mal ein bisschen vor. Bosskämpfe und so machen wir natürlich dann schön. Schön gemütlich. So. Also der Obelisk, also das Steinbild ist disgusting. Disgusting viel Damage. Ätherball, der erneuert das Brett, wenn dieser Orb das Brett verlässt. Echo-Orb. Trifft alle Feinde. Nein, wir heilen uns. Ich habe Angst vor dieser scheiß Wall. Die hat mir schon so oft meinen Run getötet. So, weil ich will die hier tatsächlich zerstören. Weil er saugt die, glaube ich, ein und macht mit denen extra Damage. Oh, hätte ich ihn doch mal direkt getroffen. Holy shit, das sind 2k Damage. Alter. Gut, der will jetzt nicht so viel machen, außer er trifft einen Crit, ja. Gut, das heißt, er kann die nicht einsammeln. So, jetzt. Der macht super viel Damage. Mit etwas Glück treffe ich hier unten noch auf den Crit. Und da mache ich fast doppelt so viel Damage. Schade. Ah, jetzt wird er wahrscheinlich rechts unten rausfallen. Und nee, doch nicht. Ja, nice. Nochmal ein 1k Damage. Plus wie viel 100 auch immer mit den Bomben. Ja, ich will zu den besseren Steinen natürlich kommen. Nicht, dass das Stein Level 2 nicht schlecht ist. Er macht trotzdem gut Damage. Gerade auch Crit Damage. Durch mein nettes Ding, Drezialist. Also 400 Damage von dem Kackstein. Das lässt sich eigentlich sogar sehen. Die Bomben sind jetzt weniger nützlich. Ich sehe es auch, die haben Orbs jetzt
irgendwie in die Wand so ein bisschen reingeknallt, dass man nicht so einfach links und rechts einfach rausfällt. I like it. 2-4, es macht keinen Unterschied, ob ich den oder den anderen nehme. Naja. Doch macht es, weil der hier potenziell durch eine Bombe hochfliegen würde. So. Und mehr Damage macht, ja. Seht ihr? Mir doch was dabei gedacht. So, die Wand ist natürlich sehr langsam. Das heißt aber auch, dass wenn die mich einmal trifft, es richtig wehtut. Ich glaube 40 Damage oder so macht die. Nicht lustig. Deswegen bin ich froh, wenn ich so viel Damage wie möglich machen kann. Die guten Orbs sind jetzt alle ein bisschen weiter weg. So, obwohl hier fängt es schon wieder an lustig zu werden. Einfach dadurch, dass ich auch so viele Refreshes habe und das alles auf Crit rollt aktuell. So. Ich nehme das mit. Und ja, mit dem nächsten haben wir's. Nice. Die Wand ist besiegt. I like it. Und wir machen tatsächlich sehr viel Damage. 1800 Damage. Nice. Der Felsorb. Er ist überwältigend, er trifft nicht mehr alle Feinde. Aber der spielt in mein Obelisk-Bild rein. I take it. Elektromagnet ist gut. Eigentlich weiß, ist er gut? Nee. Warte. Alle Orbs erhalten plus 0, plus 4, aber das Brett erhält einen Refresh weniger. Das ist egal, weil Crits auch refreshen und ich will eh Crits treffen. Alter, das kann richtig geiles. Also, ich fühle, dass wir das Game diesmal damit... Wer ist das? Ich glaube, den Gegner kenne ich gar nicht. Das ist nicht der Standardgegner. Oh, shit. Enemies with projectile reflect will return x% percent of the damage dealt to the... to them by a projectile effect. Unless the attack defeats the enemy. Ich muss 1300 Damage machen, sonst kriege ich hart aufs Maul. Nicht geschafft. Doch, geschafft. Ja, ihr seht's, Alter. Was ist das? Was ist das? Holy hell. Obelisk, weil hier habe ich den Vorteil, dass ich einerseits plus 1, plus 2 kriege und nochmal plus 1, plus 2, weil der Riesenfels jetzt auch zählt. Ja, komm, ey, wie soll ich denn da irgendwo hin? Oh, hab's doch geschafft. Haha, nice. Riesenfels, let's go. Doppelriesenfels. Der Damage vom Riesenfels ist natürlich jetzt nicht so krass. Auch, also, er wurde auch krass genervt, weil er rollt jetzt nur noch an einen und hört auf. Er rollt nicht mehr durch alle durch. Oh mein Gott. Bin ich ehrlich gesagt kein Fan von. Da hat mir der alte deutlich mehr Spaß gemacht. Der alte Riesenfels. Der durch alle durchgerollt ist. Ich kann's verstehen, er war stark. Aber ich hätte doch lieber gerne den alten wieder. Ich finde, die haben sowieso generell an AOE-Damage so ein bisschen... Och komm. So ein bisschen viel geschraubt. Das ist also... recht viel weniger geworden, tatsächlich. 34, gerade so. Mehr Obelisk. 27, Leute. Was ist das denn? Ich will am Ende rechts gehen. Lass mich mal links gehen erstmal. Ich kann immer noch nach rechts umschwanken. Oh, nice. Ach so, ich muss ihn angreifen. Okay. Gut, ich habe den Crit schon mal getroffen. Aua, das wird wehtun. Ah, nee, das macht doppelter Damage. Der Crit-Ball macht doppelten Damage da dran. Oh mein Gott, war das... wichtig? War das dumm? So, das Ding da hinten hätte ich gerne zerstört. Einfach nur, weil es mich nervt. Das ist der Hauptgrund tatsächlich. Es sieht halt hässlich aus. So, wäsch damit. So, und jetzt einfach den Rest hier durchmachen mit einem Crit. Easy peasy, lemon squeezy. Wir rüsten weiter auf.
Poltopgeist, er trifft alle Feinde. Finde ich gut. Will ich mehr von haben. Wir bewegen uns mal langsam. Ich würde gerne nach links. Darf ich das? Ja, Alter. Wie nice war der denn? Wie nice war der Wurf? Weil ich will den Elite haben. Nice, der Elite-Fight, wo ich nichts sehe. Ich mache genug Damage, aber ich muss den Boy da hinten ja eh angreifen. Vielleicht sehe ich ja, was ich angreife, wenn der tot ist. Vielleicht aber auch nicht. Wait. Ich habe nur halben Damage an ihm gemacht. Oh, shit. Das wird lustig. 5 Damage, 3 Damage. So, mit dem Poltopgeist müsste ich ihn doch jetzt umbringen können, oder? Ja. Okay. Ich lasse es ja schon. Er hört einfach nicht auf. Hier sind zwar viele Gegner, aber die sind, glaube ich, auch alle tot jetzt, ja. Ich heile mich durchaus einmal. Jedes Nachladen verleiht einem Balance extra Damage. So oft lade ich aber nicht nach. Zweimal so viele Bomben? Das hört sich allerdings gut an. So, ich muss nach rechts. Ich kann das aber nicht wirklich bestimmen. Viel Glück. Lande bitte da. Nice. Uff. I don't like this. Hier sind viel zu viele Bomben. Ich werde alle einfach auslösen. Und mich einfach selbst umbringen. Guck, ich habe alle roten Bomben getroffen. Nicht alle, aber fast alle. Au. Warum werfe ich das große Ding? Das trifft doch noch mehr Bomben. What the fuck ist eigentlich schief mit mir? Ja. Stein? Nein. Heilen. Definitiv heilen. Zack. Und darunter. Ich will die Kiste haben. Dupliziere ein Orb. Der macht guten Damage. Ich habe das Gefühl, ich werde Single-Target-Damage brauchen. Und will einen zweiten Norbelisk haben. So, und dann nach rechts. Dann mal gucken, wo wir weiter hingehen. Herz und Schüssel, wenn du dich nach einem Kampf heilst, heilst du dich 1 HP für jeden Orb in deinem Deck. 12 HP sind 12 mehr Damage. 12%. Ich habe Angst vor den Fragezeichen. Auf beiden Seiten habe ich aber 2. Hier habe ich aber die Möglichkeit, noch eine extra Kiste mitzunehmen. Aber ich habe aber auch ein Mandatory Elite Fight. Gehe ich aber ein, das Risiko. Weil ich sollte stark sein. Ich sollte sehr stark sein. Ich fühle mich auch sehr stark. Angegriffene Feinde fügen 4 ich gebe den Blindheit. Okay. Never mind. Wir bleiben auf der rechten Spur. Verbessere ein Orb. I like. So, ich will die Billigsteine hochhaben. Für die seltene Chance, dass ich doch keinen Crit treffen sollte. Du kannst bis zu einem zusätzlichen Orb ablegen. Das ist huge. Das ist sehr gut für mein Deck. Sehr, sehr gut. Verbessere ein Orb. Ja. Mehr Safe Steine. Oh mein Gott, das waren die besten Fragezeichen, die ich jemals hatte. So, und jetzt? Will ich Damage sehen? Ich will, dass einfach alles stirbt. Versuch nicht so viele rote Bomben mitzunehmen. Weil da sind doch 4 Damage pro rote Bombe. I mean, das geht actually. So, ich weiß nicht, ob das Überwältigende auch übergeht auf den nächsten Gegner quasi? Nee, auf den ist es dann nicht übergegangen. Guck mal, jetzt kann ich den hier machen und den hier machen. Oh, ist das nice. 22 Damage. Also, wenn das nicht disgusting ist, weiß ich auch nicht. Ich verliere viel HP natürlich. Durch die roten Bomben einfach nur. Aber ich kann auch wieder heilen. 32 HP. Nice. Und der Elite-Fight mit fast voll HP. Und wenn das ein guter, netter Elite ist,
Das ist ein netter Elite. Das ist ein netter Elite. Ich bin das letzte Mal an ihm gestorben, aber ich glaube, mit dem Damage, den ich jetzt habe, zerstöre ich den einfach. Ich zerstöre ihn einfach aus der Welt raus. Fast. 4 Damage, aber es wird immer mehr, es wird mehr. Und wir dürfen auch nicht vergessen, da hinten sind noch die anderen Boys. War das schlecht. Der explodiert, scheiße. Nicht, wenn ich aber eine Bombe treffe, dann stirbt der safe und ich kann weiter ihn da hinten, den da hinten angreifen. Alter, ich hab aber auch... Ich hab einfach... Intelligenz gegessen, so. Haut das Sonnending raus, nach die, ne? Ihr wollt eigentlich smart klingen, aber haut so einen Schwachsinn raus. Ich glaube, ich muss keinen Ort mehr verbessern. Ich nehme lieber nur das safe Relikt mit. Jedes Mal, wenn du HP wiederherstellst, fügst du dem an, wir sind... Ich werde keine HP mehr wiederherstellen. Jeder 30. getroffene Pin wird in eine Bombe verwandelt. Okay. So, jetzt muss ich irgendwie da links hinkommen. Ohne ins Feuer zu gelangen. Komm, mach den weg hier. So. Gut, 5 HP verloren nochmal. Doch, den kenne ich. Was zum Fick ist das? Spiele ich hier Minesweeper oder was? Was ist denn jetzt los? Ich spiele einfach Minesweeper. Bitte, was? Ich bin überfordert. Ich bin komplett überfordert. Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Ich meine, ich mache Damage, aber ich verstehe es absolut nicht. Anscheinend, wenn ich alles Grüne freischalte, spawn ich Packs. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es das ist. Ich meine, es soll mir egal sein. Es scheint so auszusehen, als ob ich gut Damage mache, to be honest. Mann, ist mir egal, ob ich hier so ein paar Bomben treffe. Oh mein Gott, war der schlecht. Ich muss das Feld hier aufräumen. Ich muss wissen, was da drin ist. Ich muss auf jeden Fall auch mal einen Refresh gleich treffen. Nice, dass das erste Mal funktioniert. Alter, der hat so viel Blindheit schon. Der trifft mich gar nicht mehr. Ich komme aber auch nicht in die Mitte, Mann. Nice, ein guter Refresh, guter Refresh. Refresh. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Crit treffen kann jetzt. Scheiße. Ich brauche bessere Orbs. Ich will da rein, einfach nur um das alles wegzukriegen. Ich will nur normale Packs haben, bitte. Bitte bleib doch in der Mitte einmal. Der muss sitzen. Er sitzt aber nicht, er sitzt aber nicht. Ich meine, er hat 28% Nicht-Hit-Chance. Nice, nice, gut. Ich verstehe dieses Board nicht. Ich verstehe es nicht. Aber es soll mir auch egal sein, weil jetzt ist es einigermaßen normal. 100... Er darf mich nicht treffen. Fuck off! Es war so klar, 32%. Eine dritte Chance, es zu schaffen oder nicht zu schaffen. Ich verstehe... Was? Ich habe einfach fucking Minesweeper gespielt. Egal. Holy shit, war das nice.
Ich habe noch nie so ein Steinbild geschafft, das so gut war. I like it. I mean, wenn wir wollten, könnten wir jetzt natürlich auch sagen. Wir starten einfach nur mit Obelisks. Problem ist, ich kann nicht das Level auswählen. Übrigens, wenn ihr mit 0 Orbs startet, tut ihr einfach nur reloaden für permanent. Also, oh nein, ich habe einfach einen Stein bekommen. Shit. Ich meine, ich weiß, man kann es schaffen, keine Steine zu haben. Aber hey, keine Orbs zu haben. Lassen wir das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen ist Donnerstag. Morgen bekommt ihr nochmal Isle of Arrows. Bye-bye.